Eine sehr starke solare Sonnenenergie kommt am 3. Mai auf die Erde. Laut Maya-Kalender haben wir sogar solare Sturmwellen energetisch zu erwarten. Und je nachdem, in welchem Lager du dich befindest, ob du noch bei den Nicht-Erwachten bist oder bei den anderen, die auf dem Weg des Erwachens sich befinden, kannst du oder wirst du entsprechend reagieren. Denn dieses starke Sonnenfeuer, sage ich auch mal jetzt, das könnte auch ein Feuer der Erleuchtung sein. Es könnte auch, oder beziehungsweise es ist ein Feuer der Erleuchtung und es ist auch eine Kraft, die uns unterstützt im Auflösen und Loslassen. Jetzt treffen hier tatsächlich zwei Extreme aufeinander, nämlich das nicht erwachte Kollektiv und das erwachte Kollektiv. Kann man ja auch sagen. In dem Lager der Nicht-Erwachten entsteht dadurch eine noch größere Wut, also diese Wut, von der ich schon immer wieder mal erzählt habe, die wird immer größer, die wird sich immer mehr aufbäumen. Im Moment ist es noch so, dass nichts passiert, aber es kommt also da immer mehr Schwung hinein. Das bedeutet, je nachdem, wie sich jetzt der Lichtarbeiter, denn wir Lichtarbeiter, wir haben alles in der Hand. Wir können mit unseren Gedanken tatsächlich die Ereignisse steuern. Je nachdem heißt es jetzt also, wie sehr wir uns jetzt mit dem Kollektiv beschäftigen, was sich aufbäumen möchte, geben wir dieser Energie. Und wenn wir uns aber unserer Manifestationskraft bewusst werden, die wir gerade jetzt in den Zentrumstagen, die ja noch andauern, gerade jetzt in dieser Zeit zur Verfügung haben, dann können wir sehr viel bewirken. Es spielen ja immer die kosmischen Gesetze eine sehr große Rolle, das Gesetz der Resonanz. Was du aussehst, was du aussendest, das kommt zu dir zurück. Wenn du jetzt also in die Wut gehst, dich aufbäumst, Krawall machst, dann kommt dies alles zu dir zurück. Wenn du jetzt aber beginnst, und das sind die Werkzeuge der Lichtarbeiter, mit diesen Werkzeugen der Manifestation für die Liebe, der Manifestation für eine neue Welt arbeitest, dann kommt das zurück. Ich werde im Chat immer wieder mal gefragt, was sollen wir denn tun? Und meine Lieben, ich habe schon wirklich so oft das immer wieder wiederholt. Manifestieren, beten, das sind die Werkzeuge und mit diesen wundervollen Werkzeugen können wir noch viel mehr erreichen, als wie wir uns das vorstellen können. Das ist, denn das ganze Leben wird ja über die Manifestation, also über die Gedanken gesteuert. Und so bitte ich euch, nehmt es euch zu Herzen und konzentriert euch mit mir zusammen heute in diesem Video auf das Gute, auf die Manifestation der neuen Erde. Denn was im Kollektiv geschieht, über die großen, schrecklichen C-Maßnahmen, ja, von Corinna. Das ist ja klar, dass die Menschen sich das nicht ewig gefallen lassen, meine ich. Das können, also, es gibt auch viele, die sagen, ach, ich bin zufrieden, mir geht's gut. Aber das ist was vom Ego, das ist zu sehr egomäßig. Man sollte ja auch das Große und Ganze sehen. Und das Große und Ganze braucht eine Veränderung. Wir befinden uns in Zeit des Wandels. Und die Zeit des Wandels, die wird jetzt gerade durch die Energie von den Sonnenstürmen, von dem universellen Feuer der Erleuchtung, denn es geht eine Erleuchtung in uns her und diese Erleuchtung bringt uns ja zum Erwachen. Und das wird auch die Menschen im Kollektiv, die noch unter den Schlafenden weilen, unterstützen, ein bisschen mehr zu erwachen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, mal nachzufragen und sich für die Spiritualität zu interessieren. Und dann haben wir die dritte Energie, dieses Auflösen, die Unterstützung des Loslassens alter Denkweisen, von Wut und Hass, von negativen Energien, die uns vielleicht entgegenströmen aus dieser Wutwelle, die im Kollektiv vorherrscht. Und all das zusammen, also diese drei Energien unterstützen wirklich sehr unsere Lichtarbeit.
es werden uns neue Wege in der Erleuchtung gezeigt. Ja, das universelle Feuer der Erleuchtung erleuchtet die Wege, die neuen Wege, die wir finden, die sollten wir erst finden, die sind noch nicht da. Die dürfen wir manifestieren und dann dadurch kann sich jeder Einzelne seinen neuen Lebensweg, nee, oder anders gesagt, seien die neuen Situationen auf seinem Lebensweg manifestieren. Also sei es ein neuer Beruf, denn es entstehen auch neue Berufe. Die Zeitqualität erfordert ein Umdenken, ein Umkonstruieren der Gesellschaft. Es werden also neue Berufe kommen. Es werden neue Formen des Zusammenlebens kommen. Und all das darf sich manifestieren in der aktuellen Zeit, weil die Manifestationskraft sehr von der geistigen Welt unterstützt wird. Und wenn du dies alles in dem Mitgefühl tust, in dem Mitgefühl und der Hoffnung und dem Vertrauen in das Licht und in die Liebe für eine wundervolle neue Welt, dann gibst du dieser Energie ganz viel Raum. Und dadurch kann sich dann auch das Neue entwickeln. Also das ist eine ganz große Chance für uns jetzt, die Tage, die aktuellen Tage nochmal richtig tief in die Manifestation hineinzugehen. Die Manifestation, die sollte auch immer vom Herzen heraus geschehen, also nicht vom Verstand oder vom Bauch, sondern vom Herzen heraus in dem tiefen Gefühl der Liebe. Dann ist das eine Energie, welche sich anschließt an die allgemeine Zeitwelle, die sich tragen lässt und in dem Gleichklang von dem kosmischen Gesetzen schwingt, nämlich der Liebe und des Lichtes. Also alles, was vom Herzen heraus kommt, was du dir vom Herzen heraus wünschst oder sagst, das schließt sich sofort dem Gleichklang des Universums an und wird dann auch von Gottes Atem getragen. Also genau überlegen, was ist es wichtig, jetzt zu denken und auch darauf zu achten, an diese unbewussten Gedanken, die ja doch manchmal auftauchen und die dann wirklich auch in dieses Positive hineinführen. Denn jeder Gedanke, den du schickst oder den du denkst, den schickst du in ein Resonanzfeld. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und dieses Resonanzfeld, das zieht dann das an, was du gedacht hast. Also achtet darauf, dass ihr jetzt nicht in die negativen Nachrichten hineingeht, in das Aufbäumen, in den Streit gegen die C-Maßnahmen, sondern lasst das alles auf der Seite und geht in das Feld der positiven Gedanken, um dann wirklich diese neue positive Kraft auszudehnen und sich mit dieser solaren Sturmwelle der Sonnenenergie, das Feuer der Erleuchtung dadurch unterstützen zu lassen und in das Neue hineinzugehen. Denn es ist das Neue, was dringend gebraucht wird. Und wir sind ja seit dem 21. Dezember 2020 in dem neuen Zeitalter, in dem Zeitalter der Wandlung. Das dauert natürlich ein Zeitalter länger als jetzt 1-2 Jahre. Und wir sind wirklich ja erst im Mai jetzt gerade. Es ist noch alles neu und es wird noch viel brodeln. Es wird noch viel Sturmwellen geben. Und es wird auch noch viel zusammenbrechen. Durch die C-Maßnahmen ist es ganz klar, dass da leider einiges untergehen wird. Und gerade deswegen, ihr Lieben, orientiert euch auf das Positive und nutzt die Manifestationskraft, um etwas Neues für euch zu erschaffen, was jetzt wichtig ist, wenn Altes nicht mehr geht, dass man das loslässt und auch wenn es noch so weh tut, wirklich sich dem Neuen öffnet. Es hat keinen Sinn, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und Gewalt auszuüben. In dem Moment
verstärkst du diese Gewalt. Und auch nur, wenn du daran denkst, verstärkst du das. Und das ist das Gegenteil von dem, was ja die Lichtarbeiter möchten. Und die Lichtarbeiter, wir alle, wir gehen andere Wege. Wir kennen andere Möglichkeiten. Und das ist diese große, starke Manifestationskraft, die jeder Mensch hat und welche viele Menschen nicht richtig nutzen oder unbewusst einfach so liegen lassen, und dann entstehen aus dem Unterbewusstsein komische Dinge, die man gar nicht möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, aktiv zu denken, aktiv neue Wege zu gehen. Und jetzt gerade mit dieser solaren Sturmwelle ins Aufwachen zu gehen und zu entdecken, wie kann ich mich neu orientieren? Das ist ein ganz großes Geschenk jetzt im Mai für uns, Anfang Mai, so dass wir dann die 10 kommenden Portaltage, die ja auch noch kommen, die hintereinander sind, diese 10 Tage, dass wir dann da schon einen klaren Geist haben und eine genauere, eine bessere Vorstellungskraft haben von dem, was wir gerne haben möchten, so wie wir gerne leben möchten. Denn wir haben es in der Hand, wir können wirklich alles bewirken. Es hört sich so einfach an, ja, und es ist auch einfach. Es reicht aus, so zu denken. Und das kann jeder Mensch. Und von daher nutzen wir jetzt noch diese starke Sonnenenergie und werden dann schauen, dass unsere Wünsche sich über die Energie noch schneller, denn im Moment entwickelt sich alles ganz schnell. Wenn du was manifestierst, ist es plups, ist es schon da. Also wirklich aufpassen damit und immer ganz klar sein, gute Gedanken haben. Es können neue Wege, neue Partnerschaften, neue Berufe, neue Arten des Zusammenlebens sich jetzt schon zeigen. Und je klarer du für dich siehst, wo du sein möchtest, umso mehr wird dann das Denken, weil es, ihr müsst euch vorstellen, das Kollektiv sind ja viele Menschen, auch die Lichtarbeiter sind ganz viele Menschen, und die denken jetzt zum Beispiel sich eine neue Form des Zusammenlebens. Und das, daraus entsteht eine große Energiemasse, sag ich mal. Und das ist diese Manifestationskraft. Und wenn wir das jetzt gerade mit dem Sonnensturm verbinden, ist es noch viel größer und stärker. Und wenn das ganz viele Menschen tun, bekommt dieses Feld Energie und Kraft. Und aus diesem Feld wird sich dann, wenn es soweit ist, es dauert noch, aber aus diesem Feld, das ist so die Keimzelle, wird sich dann die neue Form des Zusammenlebens bilden. Und das gilt genauso für die Berufe, für die neuen Berufe, die entstehen werden. Diese neuen Berufe, die da entstehen, das erinnert mich jetzt gerade daran, dass wir ja für euch, für unsere Kanalmitglieder, ein Webinar geplant haben. Das ist also für Kanalmitglieder kostenlos. Und zwar ist das eine Ausbildung in einem neuen Beruf. Und zwar geht es dabei um die Ausbildung der Portaltag-Energie-Heilung. Also, wenn du daran Interesse hast, dann darfst du Kanalmitglied werden. Es beginnt am 8. Mai und nach dem 1. Mai ist es dann auch für alle Kanalmitglieder immer verfügbar. Eine ganz tolle neue Ausrichtung in einem neuen Beruf der neuen Energie. Alte Berufe werden plötzlich nicht mehr gebraucht, weil sie im Moment nicht mehr durchführbar sind. Dafür kommen neue. Und auch das ist eine Sache der Manifestation. Wie wir es uns selber gestalten, so wird es dann sein. Und je mehr Lichtarbeiter das mit positiver Energie einfach aufladen, umso schneller und besser wird alles dann geschehen können. Wir werden jetzt auch gleich eine geführte Meditation machen. Ich weiß wie immer nicht, was kommen wird. Ich weiß es einfach nicht. Und es ist ja auch das, was es authentisch macht. Ich gehe einfach rein in das Feld und lasse dann die Energie, ich bin natürlich geschützt, aber ich lasse dann die Energie, die kommt, zu euch fließen. Und das sind immer passende Worte von der geistigen Welt zu diesem Thema,
wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Freude und sprühe mich mal ein. Kundalini, 999 und die Fülle. Oi. Ja, ich schicke es auch mal zu euch rüber, dass ihr die Energien fühlen könnt. Thema wurde gerade durchgegeben. Deswegen habe ich gelächelt. Wir werden uns mit der Sonnenenergie verbinden. Es ist irgendwie logisch, aber so ist es eben. Ich bitte um Schutz für meinen Kanal, für meine Person und für jeden einzelnen Menschen, der heute hier ist und sich dieses Video anschaut. Ich bitte um Schutz für alle Menschen, welche anwesend sind. Und schon in diesem Moment höre ich die himmlischen Klänge, die himmlischen Gesänge, denn wir werden erwartet. Und so öffne ich meinen Kanal und richte ihn aus, direkt in das Zentrum von Smarana, in die goldenen Felder der Smarana-Liebe und des Lichtes. Lieber Mensch, mit großer Freude sehen die Räte des weißen Lichtes dich heute an. Mit großer Freude reichen sie dir ihre Hände und laden dich ein in die schöne, kräftige Energie der Sonne einzutauchen. Eure Sonne ist eng mit eurer Erde verbunden und diese Energie wird euch heute ganz speziell zur Verfügung gestellt, um eure Lebensenergie zu stärken, um eure Gedanken, eure guten Gedanken zu kräftigen und eure Worte in Liebe zu formen. Das Lebensfeuer, welches ein jeder in seiner göttlichen Flamme trägt, wird von dem Sonnenlicht heute aufgebaut und deine Energie wird ausgedehnt, sodass du es jetzt schon fühlen kannst und sodass du spürst, wie sich dein Körper, dein physischer Körper und dein Lichtkörper, deine Aura, wie sie sich ausdehnen. Und wie eine gewisse Leichtigkeit dadurch entsteht. Und vielleicht spürst du es jetzt schon, dieses Feuer. Diese wohltuende Wärme und Geborgenheit des Feuers, wie sie jetzt zu dir fließt. Die Sonnenkraft, wie sie dich berührt und wie sie dir zuflüstert. Lieber Mensch, wache auf. Es ist Zeit. Es ist Zeit, neue Wege zu gehen. Lasse los, lasse das Alte hinter dir und erkenne die neuen Werte. Erkenne die Neuausrichtung deiner Gesellschaft, denn die ganze Erde ist im Umbruch. Es ist nicht nur dein Zuhause, deine Stadt, es ist die ganze Erde. Und darum ist es so wichtig, was du denkst.
Es ist so wichtig, in die Felder des neuen Denkens einzutauchen und dort deine Kraft zu spüren, dass du das göttliche Feuer in dir trägst, mit welchem du dich mit allem, was ist, verbunden fühlst. Es ist ein großes Erwachen im Gange. Und in dieses Feld lass deine Liebe hineinfließen. Lass dein Licht leuchten, damit die noch Schlafenden spüren, dass etwas im Gange ist, dass etwas Gutes sich manifestiert und dass dadurch die Erde an Kraft gewinnt und dass du dadurch dazu hilfst, dass das Neue entstehen kann, die neue Erde. Neue Berufe des Lichtes, neue Wege, neue Formen des Zusammenlebens. Und jetzt laden wir dich ein, mit uns zusammen in das große Feld der Manifestation einzutauchen, denn in diesem Feld entstehen all die neuen Dinge. Und so atme nun das Licht der Liebe ein, lass die Liebe in dein Herz einströmen und dehne dich mit dieser Liebe aus. Lass dein Herz so groß werden, wie eine goldene Sonne, die so groß ist wie du selbst. Und dann verbinde dich mit der Sonnenkraft und tauche mit uns in das Feld der Manifestationen ein. Und jetzt lassen wir dir Zeit. Meditiere ein wenig und lass alle Bilder entstehen, die sich zeigen möchten. Lasse dir von deiner Seele das Neue zeigen. Und dehne deine Energie aus. Was wir sehen können, wenn wir euch alle so beobachten, das ist, dass sich goldene Sonnenkugeln der Manifestationskraft bilden. Und diese wundervollen Kugeln werden sich nun auf der Erde manifestieren und immer für euch zugänglich sein. Die goldenen Kugeln der Sonnenkraft der Manifestation. Und immer wenn dir danach ist, dann nutze diese goldenen Kugeln mit deinen Wünschen für das Neue. In diesem Moment werden sie zu leuchten und zu glitzern beginnen. Und die neue Zeit, sie wird mit deiner positiven Unterstützung ihren Lauf nehmen.
Das Licht wird sich vergrößern und die Lichtarbeiter werden immer stärker. Und so schenken wir dir so eine wundervolle Kugel, eine Sonnenkugel der Manifestation. Nimm sie mit nach Hause. Lege sie neben dein Bett. Leg sie dorthin an deinen Schreibtisch, wo du möchtest. Und dann wirst du spüren, wie die Strahlen aus dieser Kugel dich unterstützen. Die Strahlen der Liebe, die Strahlen der Erneuerung des Loslassens. Sie sind bei dir. Und so verabschieden sich die Räte des weißen Lichtes von dir. Voller Freude, denn es war wundervoll, mit dir heute zu wirken. Es hat uns sehr viel Freude gebracht. Und ich, Nirjana, schließe meinen Kanal. Und komme wieder zu euch hierher. Und ich freue mich so über meine Kugel. Sehr, sehr toll, sehr, sehr schön. Und ich werde sie immer da, wo ich bin, mitnehmen, sodass ich ständig in dieser Energie sein kann. Ich bin gespannt, was ihr mit eurer Kugel macht. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich hab euch ganz lieb.